Früher Morgen. Nur langsam lichtet sich der Nebel. Ein Braunliest wartet auf Beute. Dann kommen auch die Gauer an den See. Die Herde wird von einem alten Bullen, einem tonnenschweren Koloss, angeführt. Zur gleichen Zeit in einem kleinen Gehege hinter dem Hauptquartier. Siam-Krokodile werden auf ihre Freilassung vorbereitet. Die Echsen wehren sich nach Kräften. Nicht ganz einfach für Gerd Pollet und seine Leute. Vor dem Transport vermessen sie die Tiere noch einmal. Die Männer gehen mit den Krokodilen nicht zimperlich um. Mit Schnüren gefesselt, werden sie in Holzkisten verfrachtet und zum Crocodile Lake, dem Krokodilsee, gebracht. 5 Kilometer geht es per Fahrrad durch den Dschungel. Nach mehr als 2 Stunden Schieben und Zerren ist das Ziel endlich erreicht. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Krokodile befinden sich schon viel zu lange in ihren hölzernen Gefängnissen. Noch vor wenigen Jahren galten die Siam-Krokodile in Katien als ausgestorben. Mittlerweile aber leben dank der Auswilderungsaktionen wieder mehr als 80 dieser Raubechsen im Park.